Hallöchen Leute, ich bin Pio Mark und herzlich willkommen zurück zu Uncharted Drake Schicksal. So, nicht Drake Schicksal, wollte ich jetzt schon sagen. Wir sind jetzt hier in irgendwelchen Gruften oder so und schauen uns da jetzt mal um. Hätte ich so gesagt, jetzt mal. Ist ein Schatz drauf, sicher, oder? Ich weiß noch nicht. Ja, da drüben ist einer, seht ihr? Das ist doch. So. Da kann man auch einfach so rüber. Man soll darum klettern. Ein goldenes Inka-Gefäß. Hui. Kleiner Wasch. So. Kleiner Hintern, mein natürlich. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht umklettern. Da oben sehe ich eigentlich auch nichts. Na dann. Weiter, jetzt haben wir unser goldenes Inka-Gefäß mit dem kleinen Hintern. Jetzt können wir auch weitergehen. Ah ja. Das könnte gefährlich aussehen. Da Waffen liegen da rum, warum auch immer. Okay. Komm ich da rüber so? Nö, ich gehe einfach lieber da einfach mal. Ich kletter da einfach lieber mal, wenn es da schon so einen Vorsprung gibt. So, ein bisschen schwer zu erkennen, dass du da richtig bist, du da sind, aber es geht. Und ein Schatz drin irgendwo. Nee. Und hab's nicht, einen Schatz suchen. So. Wo kommt dieser Typen her? Wirklich? Da muss ich kurz nachladen. Ist der kurz Zeit, darüber zu gehen. So. Habt ihr M4s? Das wäre toll. Ja. Ich muss noch meine Kills mit der M4 machen, bevor ich wieder Waffe wechsle. Mit ja, die kannst du mal dafür geben. Okay, da muss ich irgendwas machen. Dann geht das Tor auf, wahrscheinlich. Also nicht zu 1000%, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher. Okay, easy. Und keine Gegner. Wahrscheinlich, weil wir sollen die darauf kommen. Warum sollten die da oben sein, irgendwie? Am I right? Nein? Okay. Das haben die nicht gehört anscheinend. Perfekt. Sind ja doof. So, der Desert habe ich die Kills, das passt. Ups. Noch einer gehabt haben, so einer, oder? Bitte hier rüber, oder ich gehe dahin. So, das hat ja schon gereicht. Willst du da hinten mit einer Schau da, ne? Der lebt noch. Der lebt ja doch noch. So was. Kann da das denn passieren? Hallo, ist da noch jemand? Dann baller jetzt auf mich mit dem. Okay, da kommen wahrscheinlich nachher noch welche. Also jetzt, dann, bald, oder? Nehmen wir die mal. Ah, nein, nein, wirklich. Ah. Das ist doch, da ist er, nagelt sie fest. Was jetzt? Upsi. Musst du schon entscheiden, oder?
Okay. Okay, okay, okay. So sah der also drauf. Kann noch einer anders sein. Sind nur Glocken, muss ich die Leute, damit da irgendwas passiert. Moment, da war doch was. Wahrscheinlich. Ich schau da einfach mal rein. Zwei Glocken in vollkommenem Einklang. Also gleichzeitig läuten sind die. Leute. Schön. Nein, das will ich nicht. Das ist deshalb gestanden, aber eigentlich habe ich die schon. Habe ich die Kills eh schon dafür. Dann nehme ich doch lieber das Ding. Damit der Pistole dabei. Was war da jetzt schon wieder nach oben? Hä? Was? Da schaue ich irgendwie nur geradeaus. Okay. Ja, so, das ist nochmal. Das hat sich doch gut an. Achso. Ach, die müssen einfach nur gleichzeitig auch schallen. Ich muss die nicht gleichzeitig anschießen. Okay. Das macht Sinn. Und da oben ist hier noch ein Schatz. Komm, lass mich darauf. Schatz. Hier ist kein Schatz. Na schön. Das sagst. Nö, nö, nö. Schade. Dann haben wir mehr erhofft. Alles, was wir wissen. Boah. Keine Gefangenen! Wo bin ich? Oh Mann, die Typen sind überall. Ach, jetzt bin ich schon da unten. Okay, das macht Sinn. Jetzt wollte ich auch noch wissen, was der sagen wollte. Also letztens wieder so ein Ding war, das nach unten gegangen ist. Es hatte sich da an der Kante festgehalten und ist dann langsam runter. Aber jetzt fliege ich einfach runter. Okay, spanischer Silberkelch. Schick, schick, schick. Hier, alles toll. Naja, egal. Zum Glück bin ich in den Checkpoint reingefallen anscheinend. Also kein großes Ding, aber ja, wie gesagt. Schon noch hören, was er sagen wollte. Wo sind die Leiter überhaupt? Ich dachte, da gab es eine Leiter. Ist auch egal. Hier gibt es da sicher ein paar Schätze, oder? Auch nicht überall hinrennen. Ich habe eigentlich keinen Kopfschuss geben, aber. Alter, wackel doch nicht so rum. In Ordnung. Danke für die Muni, die ich gerade verballert habe. Hä? Das war doch jetzt aber so Kopf-Hals-Bereich. Komm. Kann ich erzählen. Hier war gerade mal wieder extrem doof. Sorry. Ah, ein paar normale Schüsse halte ich zumindest mal aus, das ist gut. So, darf ich mit dem nerven wollen? Bis jetzt noch nicht. Ja, auf, passt ja. Hätte ich gesagt. So. Das ist vollkommen inakzeptabel. Was erwarten Sie von mir, Roman? Meine Leute sterben wie die Fliegen. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Oh, es ist nicht nur Drake.
verdammt! Ich sage Ihnen, die Sense ist verflucht! Genug. Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil! Ihr Anteil, Eddie, hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Roger. Hey, Camo! Mattia, Dallo! Sielan! Warum haben Sie nochmal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut... Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein dürfte. Ich sage Ihnen doch, Eldorado ist mehr wert, als Sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. Und ich erst. Genau deshalb mache ich ja das LP, damit ich den finden kann hier. So. Ich bin von hier gekommen. Ja, ganz sicher. Gut. Gut, gut, gut. Alles gut. Ja, ist sogar was. Das sehe ich nicht mal hier. Silberbarren. Nice. Ja, hallo. Ich weiß nicht, was jetzt das bringt, den ganzen zerstören. Aber ich glaube gern daran, dass es überhaupt was bringt. So, also ist nur so ein Strahldings. Allerdings, yes, genau, das war's, das. So. Vielleicht schnell durch, haha. Das macht Sinn, damit ich da jetzt nicht mehr weg kann, wenn mich wer angreift. Okay, hier greift mich glaube ich niemand an. Kapitel 15, dem Schatz auf der Spur. Ah, hier ist er ja schon, Golden Inca Figur. Nice, dann haben wir sie. Ja. Nächstes Kapitel. Ah, schön. Dem Schatz auf der Spur, na, hoffentlich. Okay, so viele Schätze werden da nicht sein. Schaffe ich jetzt noch die Hälfte zu sammeln. Wir werden es erfahren. So, jetzt werden wir erstmal erfahren, was hier ist. Was ist an der Sackgasse? Nichts, außer die Sackgasse. Okay. Hier ist auch nichts. Moment mal, geht's dort weiter oder was ist da oben? Na, schau doch genau, da ist doch was. Okay, das geht's nicht ganz aus. Hm, schade. Ich dachte, das sind so ein Ding. Ich dachte, das wäre etwas, wenn da schon so eine Ranke rumhängt. Aber die hängt dann schon einfach so rum. Gar keinen Sinn. Okay, na gut, hier mitten am Weg wird kein Schatz liegen. Los, lass mich da rein. Bin ich doof und es geht doch dort weiter. Mist. Man wusste es doch. Hier ist ein Vorsprung und so. Klar. Ein bisschen klettern vorher. Dann geht's von der anderen Seite. Von hier aus scheint es nicht zu gehen. Ne, jetzt nix. Wenn ich darauf gehe, auf das Ding.
vielleicht nicht. Dann geht's da ja eh weiter. Denken wir nur hier. Das ist es, mehr gibt's da nicht. Aber hier geht's es so. Dann, ja. Okay. Dann hatte ich ja schon die richtige Spur. Ja, sicher, ich muss da halt drüber. Nicht. Das wird schon. Kann ja auch halt drauf. Dachte mir, ja, okay, ja, so wird nicht. So, ich werde drauf. Nein, hier war da unten. Ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Das ist aber nahe jetzt. Hä? Komm, immer noch weiter runter, okay. So, jetzt muss es so rausgehen, komm. Jetzt kommt er sogar schon hin, wenn ich darüber gehe. Also. Darüber. So, alles gut, passt. Gehen wir dann voran, oder? Das tue ich halt. So. Hm. Na, ich will, dass er sich den anhält, weil sonst fliegt er wieder runter und dann sagt er wieder Autsch und stirbt. Okay, danke. Lasst sie nicht durch! Was, willst du mich verarschen? Ja, ich gehe wieder dorthin, wo die kommen, Alter. Ich bin's. Das gibt's ja einfach nicht. Auch jemand? Nein. Irgendwo da oben rum. Noch was da oben? Warte mal ein bisschen, wenn die schon alle stehen. Bist du überhaupt? Nate, hörst du mich? Ja, Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon, ja. In Ordnung, gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Ah, oh, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich darf nicht voller Muni, ja, fast zumindest. Okay, also ich muss hoch oder was? So, hier ist ja das Ding, wo ich schon mal war. Genau, okay. Dann geh ich mal doch dorthin, wo die Gegner gewesen sind, noch so schnell einfach mal. Ja, mehr Muni können wir nicht aufsammeln. Nö. Also wenn der Gegner da ja nicht, wenn da nichts ist. So, hier liegt noch ein goldenes Vogelgefäß. Warum? Egal, fähige Schatzsuche bin ich jetzt schon. Super. So sehe ich mich auch selbst. So, nimm mal die Treppen. Das ist natürlich gewesen, wahrscheinlich nicht. Hallo, ist da jemand? Ist da wieder jemand, der mich abballern will? Schätze auch keiner. Aber hier vielleicht. Eigentlich war da ja gerade erst einer, also. Ja, hier.
Okay. Läuft doch supi. Also, dass ich den Gegner immer vor die Füße sprengen. Hallo? Ich muss ja gerade klettern, okay? Keine Gegner, also bitte. Das ist nicht so viele. Jetzt brauche ich alles runter, gut. So, ja, hat der Kasten muss rauf, genau. Er ist da drüben. Nö. Das kannst du doch gar nicht wissen. Du bist. Du hast gerade deine Zukunft vorhergesagt. David. Ne. Ne. Schatz, da gar nicht hin. Scheinbar nicht. Ein spanischer Goldkelch. Sondern ein spanischer Silberkelch. Das sind alles zweimal. Also wir müssen da nichts zweimal machen. Weil es ja alles in Gold und einmal in Silber gibt. Das muss es sein. Und dann auch noch in Bronze, so. Ja, das Herz. Aha. Mit zwei Schlüsseln. Mhm. Also irgendwas mit zwei Schlüsseln muss ich machen. Ich hab, soweit ich weiß, keinen Schlüssel. Was willst du von mir gerade? Okay. Achso, er springt. Dachte, das wird so auch gehen. So. Dann einmal Swing from the Chandelier. So. Warte, sondern da ist der Kette im Weg. Gibt's nicht. Der fliegt jetzt sicher runter. Na, Spaß. Warum sollte ich wann hier hinballern? Ich hab keine Ahnung. Ich muss doch eindeutig dorthin. Das ist. Das war jetzt das Problem. So, ist der Schatz wieder dort? Nein, okay. Das muss es sein. Ja, ja, bla bla bla. Hallo, komm mal. Hack gleich auf, so. Oh, Alter, das ist einfach nur Pack. Alles, Alter. Ich muss das machen, alles das schauen, dass ich alles perfekt mache, dass ich springe und so weiter und so fort, dass es gut ausschaut und so weiter. Dann falle ich dann einfach zweimal da runter und sterbe. Und ihr seht die ganze Zeit mein Gesicht und alles. Das ist doch urpeinlich, Alter, meine Güte. Sagen wir, das funktionieren. Jetzt. Para! Was ist denn jetzt? Bis gleich, ich mach das jetzt mal schnell. Ugh.
Natürlich. Das dahin. Dann geht es natürlich aus. Okay, bin schon wieder da. Jetzt habe ich sie drauf. So. Ist der Checkpoint trotzdem noch immer da ganz am Anfang? Ja, nein. Das freut mich. Oh, das steht mir förmlich ins Gesicht geschrieben. Geil, das ist ein Schlüssel. Was mache ich jetzt damit? Ah, okay. Einfach noch runterziehen, passt. Dann muss ich auf die andere Seite. Und das mache ich am besten, indem ich auf den Dings gehe. Genau, okay, passt. Verstehe, verstehe. Puh. Das ist ja nicht so schwer. Oder kann ich da irgendwo rüber hüpfen? Schaut nicht so aus. Ich werde wahrscheinlich wieder sterben, wenn ich darüber will. Und da bist du darüber. Ich, was willst du jetzt schon von mir? Da ist eine Kette, da kann ich rauf, aber sonst noch nichts. Dich fest, danke. Puh. Okay. Also doch drauf, so. Mehr weniger. So, kann gerne aufklettern, kein Problem. Puh, das war eine schwere Partie. Ja, und dann gehe ich runter, oder? Abhängen einfach. So, jetzt kann ich da ja. Genau. Noch einmal Kette. Einmal das Ding und dann. Okay. Kann noch so raufkommen. So. Jetzt kommen gleich wieder Gegner um die Ecke geschossen, hat wahrscheinlich. Ja. Ein juwelenbesetztes Goldkreuz. Schick. So, was ist da? Gegner, oder? Was ist denn doch nicht? Das sind ja gar keine Gegner. Dann nimm einen Stern und schlag dein Fenster an, oder? In den Alarmfenster hier. Da ist das Ding mit dem Schlüssel. Ah, sieh mal an. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken. Kommt sofort. Und Sully? Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben. Das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Hier ist er. Achso, nein, ich habe meine Webcam schon wieder nicht versteckt. Okay, na dann runter. Kannst du langsam runter? Ich drück Kreis, aber es passiert nichts. Danke. So, ich glaube, das merken die nicht. Das merken die nie. Aha. Auf. Doch lieber runter. Sicher, das mal. Nein. Ja, genau das. Sullivan ist entkommen. Ausschwärmen. Sucht ihn. So, nein, nein. Hier ist er nicht. Hier ist überhaupt niemand. Ja, krass, verdammt, ich drücke mal zwei. So, ja, her damit. Snapper, nehme ich halt die Snapper mal wieder kurz. Das ist die Snapper, ja. So. Das Snapper hole ich mal am besten Gegner, die weiter weg sind. Den da. Sonst, keine Ahnung. Kommt jetzt auch daher, also brauche ich den. Ja. Er ist da drüben!
Ah, scheiße. Ah, scheiße. Alter, ja, ich habe die Stadt dann offen, natürlich. Ganz klar, wo ist der Hammerer jetzt? Ist er nicht im Baum drauf? Na, danke. So, hier habe ich noch einen Schuss. Danke, so. Was ist da die ganze Wackel erst? Ja, jetzt weiß ich, wo du bist. Jetzt hast du verkackt. So, wo bist du? Ah! Das tat bestimmt weh. So. Dann nochmal dahinter, damit du meinen MP wiederholen kannst. Vielen Dank. So. Da sind anscheinend irgendwo noch welche. Ich sehe gerade keine. Vielleicht kann er Snapper oder so, damit du mir da kurz umschauen kannst. So. Oder das kann man nachher erst wieder weg, wenn ich wieder weitergegangen bin. Don't know. Nach Schätzen muss ich mir natürlich auch umschauen. Aha. Ein Silberschädel. Okay. So, ach ja, den Part wollte ich erwähnen. Stimmt. Ja, wollte ich eigentlich schon vielleicht machen, wenn ich oben, wie ich nach oben war. Da ziemlich viele Gegner gewesen. Genau, dann machen wir jetzt Schluss. Das ist gerade spannend, das passt. Das haben wir einen guten Cliffhanger, mehr oder weniger auf jeden Fall. War's das mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss jetzt aber leider weggehen, was dringend ist zu erledigen. Also tschüssi!